Einen schönen guten Tag und heute soll es um die allererste Zigarre gehen, die man raucht und vor allem auch, wie sucht man sie aus? Also, als allererstes bitte, das hat schon vielen, vielen gleich von Anfang an alles versaut, kauft diese Zigarre nicht von der Tankstelle. Das ist ganz wichtig, geht wirklich in einen Zigarrenladen. Und die sind überhaupt nicht so selten, wie man eigentlich denkt. Einfach mal Google fragen, wo der nächste Zigarrenladen ist und dann geht man dahin. Und ihr braucht auch keine Angst zu haben, in so einen Zigarrenladen reinzugehen. Also die Community der Zigarrenraucher ist zu 90% sehr, sehr entspannt. Leider Gottes ist es ja so, dass quasi die Community der Zigarrenraucher, die man so kennt, gerne auch mal aus so ein bisschen Schubladen denken und das ist aber überhaupt nicht der Fall. Die meisten sind wirklich total tiefenentspannt. Also geht ihr rein in den Zigarrenladen und da rate ich euch, sagt ganz einfach, ich möchte gerne mal Zigarre rauchen, ich möchte das mal probieren. Und im Normalfall wird euch da fachkompetent geholfen, ohne dass euch da irgendjemand schief anschaut. Der erste Tipp, den ich für euch habe fürs Zigarrenrauchen, fangt nicht gleich mit dem größten Humpen an, mit sowas hier zum Beispiel. Ja, also das ist schon ein Format, das sollte man jetzt für den Anfang nicht wählen. Ich würde maximal für den Anfang sowas wählen wie dieses Format, ein Toro-Format, aber meine absolute Empfehlung ist etwas kleineres, nur um es mal zu probieren und da kriegt man meistens so ein kleines Format, so ein Exquisitos-Format oder irgendwas dergleichen. Sowas wird euch dann der Zigarrenhändler eures Vertrauens oder hoffentlich wird der Zigarrenhändler eures Vertrauens, wird euch dann sowas auch anbieten und wird euch dann natürlich auch fragen, ob ihr mal dran riechen wollt. Da kann man jetzt das eine oder andere falsch machen. Also auch die meisten Zigarren sind in Zellophan eingepackt. Ja? Und die Zigarre, wenn man dran riecht, die drückt man von hinten ein kleines bisschen raus. So ungefähr, dass sie vorne raussteht. Man holt sie, ich mache es jetzt mal grundsätzlich falsch, weil das ist meine Zigarre, dann ist völlig egal. Man holt die jetzt raus und dann sagt man, ah ja, am besten nimmt man dann noch die Zigarre irgendwo und dann steckt man sie sich unter seinen Kolben und so. Das Problem daran ist, man muss ja überlegen, falls einem die Zigarre nicht zusagen sollte, möchte der Zigarrenhändler sie gerne wieder verkaufen. Also nicht ganz rausnehmen aus dem Zellophan. Schauen wir, ob ich sie noch mal reinbekomme. Also sie steht vorne so ein kleines bisschen raus, so wie man das jetzt hier sieht. Und natürlich nicht in die Nase reinstecken, ja, sondern man riecht immer am Fuß der Zigarre. Das ist quasi der Teil, den man vorne rausdrückt. Deswegen sind die auch extra so eingepackt. Man hat den Kopf, der ist immer hier hinten an dem Ende, das zu ist. Und hier vorne ist der Fuß. Warum der Fuß? Der Fuß hat den großen Vorteil, dass er alles vereint quasi. Ich kann das nochmal an einer etwas größeren Zigarre zeigen. Also hier vorne sieht man das jetzt. Ja? Hinten ist die Zigarre, am Kopf ist sie nämlich zu. Jetzt muss man dazu wissen, eine Zigarre besteht aus einer Einlage. Das ist das Innerste, das ist der Tabak an sich, der Tabak wird umschlossen von dem Umblatt und das Umblatt ist nochmal umwickelt quasi mit dem Deckblatt. Wenn ich jetzt hier seitlich rieche, so, und schön unter der Nase drunter, dann kann ich die Zigarre an sich nicht riechen, weil grundsätzlich rieche ich ja eigentlich nur das Deckblatt.
Deswegen ein kleines bisschen rausstehen lassen. Vorne am Fußende ist die Zigarre auf. Da kann ich dann sowohl die Einlage als das Umblatt und das Deckblatt gleichzeitig riechen. Das ist nämlich ein großer Unterschied, weil meistens bestehen Zigarren aus mehreren Tabaksorten. Also gehe ich her und rieche an dieser Zigarre. Und jetzt hat man natürlich das Problem, wenn man noch nie in seinem Leben eine Zigarre geraucht hat. Wie riecht so eine Zigarre und auf was muss ich natürlich achten? Ist als Anfänger, vor allem wenn es die erste Zigarre ist, völliger Mumpins. Ja, also da braucht man sich überhaupt keine Sorgen machen. Man hat keine Vergleichsmöglichkeiten. Wie soll man das beurteilen? So, jeder kann allerdings, vor allem wenn es die erste Zigarre ist, also das heißt nicht, dass ihr jetzt da 10.000 Aromen rausriechen sollt oder sonst irgendwas, aber bei der ersten Zigarre geht ihr einfach her, dann halt riecht ihr ein bisschen dran und das Einzigste, was ihr beurteilen könnt und danach solltet ihr auch gehen, gefällt mir der Geruch oder gefällt mir der Geruch nicht? Das ist das Einzigste, was ihr beurteilen könnt. Wenn euch die Zigarre natürlich überhaupt nicht zusagt, so, ich weiß noch, ich war das erste Mal im Tabakladen und habe an meiner ersten Zigarre gerochen und ich habe, Alter, die riecht nach Käsefüßen. Ja? Dann hat er gesagt, ja, okay, lass sie weg, alles gut. Hier, probier mal eine andere. Dann habe ich daran gerochen und dann habe ich so, okay, den Geruch kenne ich auch. Ja, habe ich mir gedacht, dann habe ich gedacht, gut, das riecht nicht schlecht. Und das hat so gerochen, wie als wäre ich früher bei meinem Opa in den Hasenstall gegangen. Und diesen Geruch von Hasenstall, also von diesem Heu und von diesem Grasigen und von dem leicht Schärflichen, fand ich auch sehr gut. Und es ist immer gut, wenn man dann quasi den Geruch auch schon mal mit quasi einer Erinnerung, einer Verbindung zu früher oder so verbinden kann, dann ist man meistens auch schon relativ auf der sicheren Seite. So viel dazu zum Geruch. Wenn euch jemand fragt beim ersten Kaufen, ob ihr dran riechen sollt, schaut immer, dass die Zigarre für euch persönlich gut riecht. Das beim Zigarrenrauchen ist es so, dass das alles sehr, sehr weit auseinander geht. Das ist wie beim Essen. Dem einen schmeckt es, dem anderen nicht. Und es gibt 10.000 verschiedene Geschmacksrichtungen. Wenn man das natürlich hat, also vermute ich jetzt einfach mal, wird euer Zigarrenhändler euch wahrscheinlich jetzt auch nicht die stärkste der starken anbieten. Wenn ihr Glück habt, oder was heißt, wenn ihr Glück habt, mit großer Sicherheit würde euch auch noch fragen, ob ihr Raucher seid oder Nichtraucher, also normale Zigaretten. Das liegt nämlich daran, dass der Nikotingehalt natürlich auch in Zigarren da ist. Und wenn man die Nummer jetzt überhaupt gar nicht gewöhnt ist, dann könnte so eine richtig schöne, starke Zigarre, also diese hier nicht, aber könnte dann natürlich auch zum Problem werden, dass einem schlecht wird oder dass einem übel wird oder man Durchfall bekommt oder sonst irgendwas. Wenn man es überhaupt nicht gewöhnt ist. Wenn ihr natürlich Raucher seid, braucht ihr euch da überhaupt keine Sorgen zu machen und auch als Nichtraucher wirklich Gedanken machen, wenn euer Zigarrenhändler euch fragt, ob ihr Raucher seid oder Nichtraucher, dann wird er euch keine Zigarre andrehen, die völlig Eskalation ist. Und scheut euch auch nicht mal an nicht nur einer, sondern vielleicht auch an zwei oder drei Zigarren zu riechen. Und vor allem, wenn euch der Geruch nicht zusagt, sagt es auch nicht aus falscher Scham. Kein Mensch wird euch da böse sein, weil wie gesagt, es ist wie beim Essen. Dem einen schmeckt es, dem anderen nicht. Natürlich wird er euch am Anfang auch nicht die teuerste Zigarre für 500 Euro, die er hat, in die Hand drücken und hoffen, dass ihr jetzt da gleich mal eine Zigarre für 500 Euro kauft. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Also eine Zigarre zum Probieren quasi für die erste Zigarre, die sollte so zwischen 4 und 10 Euro liegen. Damit ist man dann eigentlich auch auf der sicheren Seite. Ich persönlich halte hier meine allererste Zigarre, die ich jemals geraucht habe, in der Hand. Und zwar ist es eine Arturo Fuente Rainbow Forest. Es ist eine sehr leichte Zigarre und leicht süßlich, leicht cremig, so ein bisschen vom Geschmack her. Ich glaube, das ist auch eine super Einsteigerzigarre
Und die würde ich euch quasi für eure erste Zigarre jetzt auch empfehlen. Die hat auch ein super kleines Format, also ein exquisitos Format, und das kann man wirklich ausprobieren. Kleiner Tipp noch, wenn man das erste Mal eine Zigarre raucht, ihr müsst diese Zigarre nicht bis zum bitteren Ende das erste Mal rauchen. Bei einer Zigarre ist es so, und das machen auch viele, und das mache ich auch quasi bei jeder Zigarre, kann man sich immer mal eine Pause gönnen. Die Zigarre einfach im Zigarrenaschenbecher liegen lassen und ausgehen lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Natürlich sollte man sie nicht am nächsten Tag fertig rauchen, sondern wenn ich von einer Pause spreche, dann spreche ich so von einer halben, maximal dreiviertel Stunde, und dann kann man sich die zweite Zigarre, Hälfte kann man sich dann gönnen. Gut, fassen wir noch mal ganz kurz zusammen. Also Zigarre bitte im Zigarrenladen kaufen, dann nicht scheuen, auch mal was zu fragen. Die Leute beantworten die Fragen meistens sehr, sehr gerne. Ein etwas kleineres Format wählen, entweder ein exquisitos Format, das wäre meine Empfehlung, maximal ein robusto Format. Schauen, dass man eine leichte Zigarre für den Anfang erwischt, und dann kann eigentlich schon nichts mehr schief gehen. Preislich gesehen, wie gesagt, ich würde sagen so zwischen 4 und 10 Euro. Die Arturo Fuente zum Beispiel hier kostet 4,20 Euro bis 4,50 Euro, je nachdem wo man sie kauft. Ist eine super Einsteigerzigarre, und die würde ich euch empfehlen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen bei der Auswahl eurer ersten Zigarre, und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen.